Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Urs Reiter und wir sind in Folge Nummer 20 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, letztes Mal haben wir hier gemacht. Wir haben diese Bushaltestelle ausgeklammert. Ne, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir nicht BASD nehmen, sondern das andere. Wir haben diese Linie verstärkt, damit hier abgebaut wird, weil hier standen ziemlich viele drauf. 32 Lübeck Rathaus, das läuft also. Und jetzt müssen wir weiter gucken in dieser Folge, wie wir weitere ja, Stationen anbinden, denke ich mal, damit die dann auch nicht so voll sind. Ich glaube, da waren wir noch stehen geblieben. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, dann schauen wir mal in die Liste hier. Haltestellen. Wartend. Und dann sind wir in Roßlau-Ernerststraße. Roßlau, nicht Roßlau. Roßlau-Ernerststraße, das ist hier. Naja, nicht ganz, ne? Aber fast. Das hier gehört zu Ernerststraße. So, der Zug fährt gerade ab, hat Passagiere aufgenommen. Roßlau-Rathaus wollen welche hin. Das ist dann Hin- und Herfahrerei da. Und Palenberg. Bei Roßlau-Rathaus, die wollen dann zum Schiff. Das passt wohl auch. Zwischenahn über Roßlau-Rathaus ist auch klar. Jener Rathaus über Mettmann. Das müssten ja jetzt diese hier, ne, oder? Wartet auf freie Strecke, fährt, okay. Weil jener war doch da oben, ne? Aber ne, Mettmann ist hier, ne, der Zug ist gerade raus. Roßlau-Milanweg, das ist hier. Das ja, können auch dann irgendwann klappen, wenn der Stadtbus da langkommt. Lese-Hermannstraße über Mettmann, Erlkönig. Das ist auch woanders. Gut, ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Jetzt haben wir Eislingen. Was ist denn in Eislingen los? Da sind 86 Passagiere und die wollen wohin? Eislingen Rathaus. Magdalenenstraße, wo ist die? Die ist hier, okay. Und Tischbeinstraße. Wo ist die Tischbeinstraße in Eislingen? Da, okay, das ist auch intern. Jener Rathaus ist woanders, Mettmann Rathaus ist woanders, Weiterstadt Rathaus, Sitter, Eisling-Zinienweg ist auch hier. Ich glaube, wir brauchen hier noch einen weiteren Stadtbus. Weil das sind ja doch einige schon, ne? Mit sechs. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein Pferdchen kriegen mit einer Kutsche dran. Und dann müssen wir hier schauen, dass wir Eislingen, nee, Regionalbus, nicht Stadtbus, Eislingen ist das ja dann. Und dann starten wir den. So. Jena hat jetzt auch ganz viele. Zittau Rathaus. Das war jetzt hier. Die fahren dann da weiter. Okay, da muss ein Zug für kommen. Mettmann Rathaus auch. Eislingen Rathaus auch. Weiterstadt, Burgundenstraße. Das ist alles nicht hier. Alles über Eisenbahn. Alles Eisenbahn, ja, alles Eisenbahn. Da können wir jetzt erstmal soweit nichts tun oder können wir schon was tun, indem wir dann noch einen weiteren Zug draufsetzen würden, aber ich glaube, das tun wir erstmal nicht. So, hier haben wir 51 Passagiere wartend. Das ist auch das Rathaus, ne? Oder? Ne. Burgundenstraße. Weiterstadt Rathaus sind drei. Das passt soweit, Zittau. Das ist alles Zug, Zug. Das ist hier unten die Tschölkauer Straße. Tschölkauer Straße sind drei, das passt erstmal. Zittau Orthodoxe Kirche über Weiterstadt Rathaus. Das müsste ja hier sein, oder? Nee. Das ist auch nicht, wo die Orthodoxe Kirche ist. Weiß ich gerade nicht. Ja, muss hier unten sein, denn die orthodoxe Kirche, die muss hier irgendwo unten sein. Da ist er. Dann möchte da tatsächlich einer hin. Okay, auch schön.
passt aber erstmal, ne? Also, das will ich hier oben mit die Wartenden ändern. Gut. Stadthagen, Burg. Wieso stehen da jetzt 96 hier Passagiere in Klammern? Ne, das ist ja dieser hier, ne? Da steht aber sonst nichts. Ich weiß nicht, wofür die 96 da stehen. Ach so, weil vielleicht 96 Briefe hier noch fahren müssen. Die Dreisack Post. 96 steht da auch noch, aber ich habe keine Ahnung. Die wollen wohl woanders hin, ne? Wo nicht geliefert wird oder was? Ne, Lagerkapazität ist das. Ach hier, 97 ohne Route. Ist gerade einer hochgegangen. Aber das hat er jetzt hier nicht angezeigt. Okay, Post müsste man natürlich dann auch noch weiter favorisieren. Ach, jetzt ist das wieder hier mit dem Warten. Ja, das ist auch ein bisschen doof. Nochmal das Ganze. Hier sind's Mettmann Erlkönig. 100 warten da. Auf dem Zug sozusagen. Ja, das mit dem Zug ist jetzt gar nicht mal so fremd, dass wir da mehr machen müssen, ne? Wo ist der denn jetzt am Rumfahren? Hier steht er nicht. Hier steht er auch nicht. Ach so, der ist hier unten gerade runter. Da. Wie voll ist der denn? 50 Passagiere. Fährt jetzt nach Jena, ne? Ne, nach Zittau. Der lädt die alle hier aus. Wir stehen hier. 27. War Zittau noch ein Regionalzug fährt? Kutschen, Regionalkutschen fahren hier immer noch lang, ne? Die sind voll. Die auch. Die auch. Die nicht. Jena Zittau. Ja, ich glaube, die könnten mal, also den nehmen wir jetzt hier mal runter. Weil, ne? Den brauchen wir nicht mehr. Der ist gerade leer. Und die anderen weiß ich auch noch nicht. Die sind jetzt nicht leer, ne? Aber eigentlich fährt da ja unser Zug lang, oder? Der auch gerade unterwegs ist. Ich fahre alle zu Jena Rathaus. Steigen dann da doch ein, oder wie ist das? Drei Passagiere nach Zittau fahren hier dann. Lass mal gerade schneller das Ganze vorkommen. Um zu gucken, ob die denn da einsteigen oder nicht. Ja, die drei sind jetzt da tatsächlich eingestiegen, ne? Ja, die eine Kutsche fährt dann noch mit Passagieren, während, weil der Zug zu langsam ist, in Anführungsstrichen. Die nehmen also auch nicht nur den Zug jetzt, sondern auch die andere Geschichte, weil die dann meinen, dass sie da auch hinkommen dann. So, was passiert bei ihm jetzt hier? Aussteigen und keiner steigt ein oder sind schon welche für Zittau da? Sehe ich jetzt nicht so. Gut. Dann kann der auch zum Depot. Und dieser jetzt hier. Ist jetzt auch leer. Machen wir auch zum Depot, weil das bringt ja da nichts mehr. Ja, er hat jetzt hier noch drei geladen, ne? Wie weit ist das bis noch dahin? Okay. Machen wir gerade einmal schneller. Da oben müsste jetzt im Bild gleich kommen, oder? Da ist er.
Und jetzt vollgeladen, ne? Ist klar. Macht ja auch Sinn. Das ist erreicht. Steht hier aber keiner mehr für Zitter, oder? Machen wir das gerade noch mal. Doch, da waren jetzt welche für Zitter. Ja. Lass die eine Kutsche fahren. Aber hauptsächlich sollten die eigentlich mit dem Zug fahren, ne? Nun ist wieder einer. Naja. Schwierig, das zu beurteilen, ne? Der fällt nämlich jetzt mit 29 nach Zittau hier. Die sind natürlich alle in die andere Richtung unterwegs jetzt. Intern gibt es hier noch keinen Halt? Nein, gibt es noch nicht. Das heißt, er müsste eigentlich jetzt alle 28 hier einsteigen. Kommt der Zug? Ja, sind alle weg. Ja. Kurz gucken. Ja, da sind jetzt drei und die werden jetzt in die Kutsche auch einsteigen dann, ne? Sind schon 10. Und es ist nur einer in die Kutsche, der Rest ist stehen geblieben. Das heißt, das bringt gar nicht so wirklich was, ne? Machen wir nicht laden. Fahren wir voran. Den einen loswerden. Und wenn der letzte ausgestiegen ist, können wir hier gerade gucken, dann kann man ins Depot schicken. So. Zum Depot, fertig. Dann haben wir die auch alle runtergenommen. Das macht ja keinen Sinn anders. Dafür haben wir ja hier definitiv die Züge am Fahren. Er hat 58, hier stehen 48. Wo ist er denn jetzt am Rumfahren? Er ist in Jena, kommt da gerade an. Ja. Jena ist natürlich hier. Steigen viele aus, ein paar ein wahrscheinlich. Und er hat jetzt 31, die nach Zittau fahren. Okay. Gut. So richtig voll wird er nicht, ne? Statistik, wie sieht das denn hier so aus? Freie Kapazitäten, ne, das will ich nicht. Beförderung, Einnahmen. 2694 Betriebskosten sind 1600. Gibt es hier auch Profit? Okay, er hat jetzt da mal Profit eingefahren und sonst nicht. Da einmal. Kommt er da runter? Ja. Aber warte mal, das war ja hier, nicht da hinten das Ende, sondern das schiebt sich nach da rechts, wenn, ne? Was haben wir denn jetzt? Winter 29, der Monat ist gleich rum. 31. brauchen wir noch. So, jetzt ist er da. Ja, und der Zug fährt definitiv jetzt Profit wohl ein, ne? Natürlich auch gerade ein neues Jahr angefangen. Und das ist ja jetzt schon 1, 2, 3 Monate im Plus. Ja, wollen wir mal gucken, ne, was da wird. Ich bin echt am Überlegen, einen zweiten Zug zu nehmen, der hier von Mettmann nach da unten mit die zwei Halte anfährt und nach oben dann auch zwei Halte anfährt. Das wäre Eisling und Weiterstadt, oder? Weil der ist ziemlich lange unterwegs, ne? Und ja, aber das.
Ist schwierig zu beurteilen, ne? Wenn die Züge dann voll sind, dann läuft das. Aber er würde hier profitmäßig vielleicht auch wieder absacken dann, ne, oder? Und er kommt ja jetzt hier gerade an. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht, was hier rauskommt. Okay, ja, da schwarze Zahl. So, weiter statt. Ist er jetzt voll? Ja, er ist voll. Das heißt, es stehen noch Leute, die noch weiterfahren wollen. Wir wollen denn nach unten fahren, nach Jena und Zittau. Zittau sehe ich jetzt gar keinen, ne? Und Jena sind es 14. Jena war doch hier der nächste Halt, ne? Ja. Das wird sich wieder nicht ausgehen, schätze ich mal, ne? Aber auf der anderen Seite brauchen wir hier definitiv die 99, weniger der 18. Sind 81, ja, jetzt können wir ja, okay, ist noch einer dazugekommen, 81. Die sind intern. Lübecke, Attendorn sind 19. Roßlau, da sind 29. Ja. 30 sind in die andere Richtung unterwegs. Puh. Ich glaube, das machen wir noch nicht erstmal. Das wird zu viel sein, denke ich mal. Was machen denn die anderen Städte erstmal gucken hier? Netfen. Nix. Dann war hier noch Hamburg, oder? Hamburg nix, Hamburg hat Schnee. Hamburg liegt leider nicht am Wasser. Ist aber jetzt auch nicht dolle ausgebaut, ne? Was haben wir hier unten? Öhr? Ah, Öhr braucht eine neue Haltestelle. Dann müssen wir mal gerade hier eine Haltestelle noch hinbauen. Das machen wir gerade noch. Die muss dahin. Passt das noch? Ja. Er hat auch schon einen Stadtbus, das ist auch gut. Stadtbus Öhr ist da. Fahrplan, Rathaus. Nochmal Rathaus und dann der Achatstraße ist das dann. Gut, dann haben wir das auch abgedeckt. Öhr wächst auch also weiter. Jetzt gehen wir mal gerade noch weiter schauen. Hier war ja Weiterstadt, das ist glaube ich aber alles abgedeckt, ja. Hier war Netfen, ne? Ja. Reisding haben wir geguckt, die beiden Orte sind uns auch bekannt. Dann haben wir hier noch Naumburg, da ist noch einer, den wir abdecken müssen. Das heißt, hier ist noch eine Straße zu bauen. Müsste hier rein, ne? Müsste so passen, oder? Ja. Ist nur nicht ganz verbunden, da müssen wir gerade noch nachbessern. So, und dann müssen wir noch mal hier in die Stadtbuslinie rein, die da Naumburg heißt. Fahrplan. Rathaus. Dahin. Sollte passen. Nochmal gerade die Karte aufgerufen und hier oben haben wir noch Bad Zwischenahn, aber das ist abgedeckt. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier bei Roßlau nochmal rein, oder können wir jetzt auch gerade reingucken. Roßlau ist okay. Hier war kein Ort mehr zwischen bis nach Lübecke. Ist auch gut. Und hier geht es dann noch weiter nach Attendorn. Attendorn ist auf jeden Fall hier was zu tun. Dann haben wir hier noch die zwei. Ne, das war nicht ein Ort, der war hier, ne? Auch nicht, das war die Stadt. Stadt Hagen. Und hier oben Pahlenberg. Das ist aber alles nicht. Das heißt nur Attendorn. Komm, dann machen wir das auch noch schnell.
eine Bushaltestelle dahin, diese Bushaltestelle abgedeckt, Linie Attendorn ist da, Fahrplan ist Attendorn Rathaus, das ist Attendorn Rathaus und das ist der neue Halt. Dann haben wir das auch. Gut, dann sind wir da durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.